So, moin Leute, willkommen zum neunten Video auf diesem Kanal. Heute mit der Second Episode of Platin zu Master. Und wir spielen jetzt LeBlanc Mitte. Und zwar habe ich ja Top und Mitte gequeued und habe Mitte bekommen. Und ich habe vergessen, meinen Skin auszuwählen. Auf alle Fälle werden diese Episode 2 Games von LeBlanc kommen. Normalerweise wird immer Toplane, also werden immer Toplane-Champs gespielt. Aber wenn ich einmal Mitte bekomme, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt jedes Game hochladen soll. Also jedes Game, das ich halt hier auf diesem Account spiele. Oder halt nur die besten. Schreibt mir das auch mal rein, ob ihr auch mal sehen wollt, wie ich verliere. Ich springe da jetzt mal nicht zurück. Weil sonst greift mich das Soldier an. Ich bin jetzt in der Mitte nicht so gut, aber... es sollte fein sein. Naja, er wird mich am Anfang eh mal einpushen. Das ist ein bisschen blöd. Aber normalerweise, wenn er einen Fehler macht und ich Level 6 bin, dann ist er tot. So, jetzt wird es wieder Zeit, alles muten, weil wieder rumgeflamed wird, aber ist nicht so schlimm. Ich schaue übrigens jetzt, dass die Tastatur und Maus nicht so laut sind, weil beim letzten Mal war es ja echt laut. Und ich hoffe, es ist diesmal besser. Also wir fahren jetzt bis Level 6 und dann können wir schön für gute Trades gehen. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, weil der Needle ist ahead. Asi hat Ignite, also das kann ich usen. Wenn er wartet, bis ich Level 6 bin, dann passt das. Dann kriegen wir den Easy. Und ich bin nach dem Minion Level 6 und jetzt können wir fighten. Okay, das war jetzt nicht so gut. Oder... geht eigentlich, wir haben jetzt die Shen-Ulti geforst halt. Ich glaube, ja, Azir ist total behindert. Er hätte jetzt einfach den Negatron-Mantel holen sollen, anstatt das, was er hat. Also den Catalyst. Weil jetzt kann ich einfach so machen, jetzt kann ich's reingehen. Hm, keine Ahnung. Er hat Ulti, okay. So, jetzt hat Asi verloren. Jetzt ist Game Over eigentlich, weil jetzt werde ich richtig hart snowballen. Jetzt kann ich halt ihn immer, jedes Mal, wenn er auf die Lane kommt, one-shotten. Die anderen Lanes stehen jetzt nicht so gut, aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein, weil ich bin halt mega ahead. So, jetzt bringt Traden eben gar nichts, weil sein Catalyst gerade blockt und ich warte jetzt, bis der weg ist und dann kann ich für einen Trade reingehen. Ups. Naja, eben Thunderlust procken und dann wieder rausgehen. Er will den kennen. Ja, das war ein Fehler. Eigentlich war das auch nicht so gut von mir gespielt. Ich hätte nämlich zurückspringen sollen und dann ihn ehen sollen, aber ups, hat jetzt nichts daran geändert, dass er stirbt. Ja, normalerweise kann ich das Game easy carrying, obwohl jetzt die Botlane nicht gut steht. Weil... keine Ahnung, ich kann einfach jeden von denen one-shotten und es gibt wirklich niemanden, der mich irgendwie aufhalten kann. Das war jetzt ein KS, aber ich meine, war okay, weil ich den Kill hier bekomme. Nice. Gut. So, die Combo kann ich jetzt alle 30 Sekunden machen. Das heißt, er kann eigentlich nicht mehr viel Mitte machen. Wenn ich halt einmal E treffe, ist er tot. Das ist halt relativ nice. Ich glaube, unterschätzt meinen W-Cooldown. Okay, die habe ich auch played. Ja, das Game sollte eigentlich gewonnen sein. und wir haben eine Rageblade Miss Fortune. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Das kann gut sein, weil Miss Fortune hat ja auch ein AP-Scaling auf E und Ulti. Hm. Oh mein Gott. Blitzcrank? Okay. Den Lucian kann ich, glaube ich, einfach one-hitten.
Asi müsste jetzt normalerweise tot sein. Ja. Das ist so witzig, das ist unglaublich. Die können hier nichts gegen machen. Ja, das Game war jetzt nicht so cool oder interessant. Aber mal schauen, vielleicht wird das nächste Game ja interessanter. Kappa. So. Irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben Rengetop mit Ignite und Cannon Jungle. Und Lucian. Warte, sortieren wir das mal. Und ich spiele gegen Yasuo. Wie gesagt, er spielt mit Exhaust und mit Warlords. Das heißt, er wird early nicht so gut traden können, weil er halt kein Grasp hat. Das heißt, ich könnte ihn theoretisch early ein bisschen töten. Und Sustain bringt ihm das wirklich eh nichts, weil wir eh nur kurze Trades machen. Gut. So, mit dem Skin fühlt sich das irgendwie voll anders an. Weil die Auto-Attacks sind ein bisschen anders und die Soundeffekte und sowas. Und was Yasuo theoretisch machen sollte, ist Level 1 Q-Skillen und die ganze Zeit rumdashen und auf mich drauf springen dann. Also die E aufladen und dann auf mich drauf dashen. Aber hat er nicht gemacht. Er wird jetzt mich Q'en hier. Ja, war klar. So, was ich machen sollte ist, wenn er in Auto-Attack-Range kommt, soll ich ihn Auto-Attacken. Aber ich darf nicht zu aggressive mit den Auto-Attacks gehen, weil ich kriege Minion-Aggro, wenn ich seine Pass, also wenn ich ihn Auto-Attacke. Genau. Early ist Mittelblau eigentlich immer nur farmen. Und immer mit Thunderlords und sowas poken. Was anderes kann man eh nicht machen. So, die Windwall war ein bisschen bad. Das heißt, wenn ich jetzt gleich meine Combo up habe, dann kann ich reingehen. Wenn ich Level 4 bin. Weil seine Windwall hat ja irgendwie 22 Sekunden Cooldown auf Level 1. Und ich bin jetzt Level 4. Das heißt, ich habe mein W auf Level 2 und könnte theoretisch jetzt reingehen. Ja, ja. Oh mein Gott, okay, das war echt noch knapp. Holy fuck. Die haben Kha'Zix Jungle. Und der Kha'Zix ist wo? Der ist Toplane. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich das so schnell wie möglich rausgepusht bekomme. So. Ist egal, dass ich die Minions nicht bekommen habe. Und ich gehe jetzt weg. So, holen wir den Phoenix Codex und einen Health Pod. Ich brauche, glaube ich, gar keinen Pink, weil Kha'Zix kann eh nicht mit der ganken. Yasuo hat nicht geflasht, aber er hat Exhaust benutzt. Also haben wir beide noch Flash up. Der ist tot. Oder? Nein, er hat die Q gedodged. Das war nice von ihm. Aber... Oder? Wenn er jetzt overextendet, dann ist er tot. Okay, er flasht das. Das hat er nicht erwartet. Tja, outplayed, würde ich sagen. okay. Den Kha'Zix müsste ich normalerweise töten. Ja, perfekt. Freelo, Kappa. Boah, habe ich jetzt. Ich habe jetzt übel viel Gold bekommen. Ich warte jetzt einfach auf meine W und dann ist er tot. Ich hau den Tag ihn jetzt nochmal. So. Das war knapper, als ich gedacht habe. Er hat das eigentlich ganz gut gemacht, aber da ich schon unglaublich ahead bin, kann er nicht wirklich viel machen. Okay, ja, so hat jetzt Statics. Das ist eigentlich ein ganz guter Power Spike für ihn. Ja, er ist tot. Oh boy. Fuck, das war jetzt echt bad von mir. Ich hätte die E so hundertprozentig hitten müssen. Ich glaube, ich kann aber die Caitlyn eben töten. Ich glaube, die unterschätzt meinen Damage und Range. Ja, war klar. Schön gemacht von ihm. Richtig schön gemacht. Jo.
muss ich WP schreiben, das hat er nämlich echt gut gemacht. Es ist zwar 4 gegen 5, aber ich meine, irgendwie sind die beiden auch relativ useless, aber ich bin 8-0 und kann jeden One-Shotten, also sollte das Game normales Easy Win sein. Oh, 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 zurück, zurück, zurück. Okay. Ah, ich muss weg hier. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das Game wird sogar noch schwierig. Ich habe jetzt alle meine Stacks verloren. Ich habe nicht expected, dass da Kha'Zix ist. Und, naja, das wird noch schwierig, das Game. Weil Lucian die ganze Deceit und Ken ist useless, Rengar ist useless. Ich bin der Einzige, der irgendwas machen kann eigentlich. Das Problem in der Endeme ist eigentlich jetzt Braum. Weil Braum meine ganze Combo blocken kann und halt die ganze Caitlyn protecten wird. Aber wenn ich das irgendwie dodge, dann sollte ich Caitlyn immer noch one-shotten können. Logischerweise. So. Ja, Lucian DC die ganze Zeit, das ist ein 4 gegen 5 eigentlich. Es wird schwierig, das Game. Wenn die keinen Braum hätten, wenn die irgendwas anderes hätten, dann, keine Ahnung, wäre das ein easy win eigentlich. Weil ich halt alles töten könnte, ohne dass sie was dagegen tun können. Das einzige Problem ist halt auch Gragas, weil er kann halt auf mich ehen und ich muss halt instant zurückgehen. Sonst können die nicht viel gegen mich machen. Aber das ist eigentlich auch genug. So, ich schaue jetzt, dass ich meine Stacks wieder bekomme. Man bekommt ja 4 pro Kill. Und ich brauche 15 für den Movement Speed Boost, den mir Mage Ice gibt. Ja, RIP. Ja, ohne Braum ist Caitlyn eigentlich RIP. Also sie kann nicht ohne Braum rumrennen eigentlich. Dieser Braum. Puh. Kha'Zix hat schon echt viel Magic Assistance. So, ich sollte hier escapen. Jo, bin fein. Nice. Holy fuck, der ist mega gefeedet. Und der hat übel viel Magic Assistance. Holy fuck. Und der kann mich auch one-shotten. Und Lucian hat schon wieder die Seed. Das Game ist, glaube ich, verloren. Obwohl ich 12-3 stehe. Das ist eigentlich unfortunate. Weil Lucian die Seed die ganze Zeit, Rengar ist useless. Kha'Zix kann mich one-shotten und überlebt mein One-Shot. Die haben Braum und Gragas. Und gegen die kann ich nicht viel machen. Und Lucian die Seed die ganze Zeit. Der einzige, der useful ist, ist Alistar. Und das spielt auch eigentlich ganz gut, aber... Tricky, tricky. Vielleicht kann ich das ja irgendwie carryen, indem ich Caitlyn one-shot oder sowas und dann 4 gegen 5 force, falls Lucian mal da ist. Und die sollten nicht ohne mich fighten. Ich muss theoretisch für Picks schauen. Ich weiß nicht wie, weil theoretisch müsste ich einfach die ganze Zeit Caitlyn töten. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Wir haben keine Vision. Und ich glaube, die haben den ganzen, also deren ganzen Jungle gewordet. Oh, jetzt hat. Wow, mache ich Damage. Okay, wenigstens der ist mal tot. So, ich gehe mal back und hole mir Void Stuff, dann kann ich auch Kha'Zix endlich one-shotten. So, wir haben den Gragas jetzt endlich, das ist gut. Der Tank ist down, wir können jetzt den Innip pushen. Oder? Na, lass den Innip erstmal pushen. Wir haben keinen Tank für Baron, das ist das Problem. Oder? Alistar kann theoretisch tanken. Also, holy macht der Damage, Alter.
schade. Die Windwall hat Caitlyn gesaved. Sollen jetzt aber Baron gehen, oder? Ups. Oh, nice. Okay. Jetzt sollten wir aber Baron gehen. Vielleicht kriege ich Caitlyn. Ich glaube, die schaut gar nicht her. Okay, ich habe sie bekommen. Und ich komme auch weg. Holy fuck. So close. Die haben eigentlich guten Lockdown für mich, also muss ich echt aufpassen. Die haben ja jetzt keinen AD Carry, aber die können trotzdem noch schnell Baron machen wegen K6. Aber ich glaube, die trappen eher, oder? Oh nein, sie machen es, okay. Nein! Die. Boah, der Yasuo, die Yasuo-Q, Alter. Fuck. Okay. Yay! Please! Get the fuck out! Oh man, regt er mich auf. Okay, ich gehe jetzt erstmal back. Der ist jetzt 60 Sekunden down. Das ist nice. Okay, seine Windwall ist down. Hat er gerade echt geultet und nichts. Wait, wo ist Yasuo hin? Oh. Oh. Hm. Oh ja. Ja, wir haben, glaube ich. Ja, wir haben, glaube ich, gerade verloren. Oh Mann, das Game. Lucian schon wieder die Seed. Das ist echt scheiße. Ich glaube, die können jetzt einfach finishen, weil ich bin down und Ken ist down. Und wir haben keinen TP, um zu backdown. Ich glaube, das ist Game Over. Okay, die Gegner sind dumm. Weil. What? Die hätten easy finishen können. Okay, Ränge bekommt der Tower. Das ist nice. Ja, die hätten einfach finishen können. Was machen die? Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass ich mega swishy bin. Das heißt, K6 kann mich halt easy one-shotten, normalerweise. Also, falls er in Range kommt. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, Caitlyn zu picken. Sonst, glaube ich, können wir das Game nicht gewinnen. Weil ich kann niemand anders picken, nur Caitlyn. Weil ja, so hat Windball, K6 hat Maw. Also Caitlyn kann ich einfach mit Q-Ulti picken, das ist das Gute. Okay, wenigstens habe ich seine Ulti rausgeforst. Oh, da muss ich aufpassen. Ich glaube, ich muss hier flashen. Ja, die werden jetzt alles daran versuchen, mich zu töten. Das ist ein bisschen scheiße. Und kriegen wir eine K6? Ja, perfekt, okay. Ich gehe jetzt auf Caitlyn. Ah, ich bin leider, ich hatte keine E ab, oder, keine Ahnung. Gewinnelfight? Den kriege ich noch. Nice, okay. Ja, wir können finishen, oder? Wir haben gewonnen. Wie haben wir das gewonnen? Ich glaube, K6 hat einfach einen Fehler gemacht. Ich habe ihn einfach mit der E bekommen. Ich glaube sogar, dass er mich töten hätte können. Aber hat er nicht getan. Und ja, wir haben ihn bekommen. Ich habe ihn mit E getroffen. Und jetzt gewinnen wir. Nice. Und das war's auch für die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt diesmal besser und dass ihr meine Maus und Tastatur nicht so hört wie beim letzten Mal. Ich habe jetzt beim zweiten. Ups, können wir überfinishen? Ja, ja, können wir. Ich habe jetzt beim zweiten Game das Mikrofon ein bisschen näher dran getan. Damit man. Also. Die Tastatur nicht so laut hört und die Maus auch nicht. Und meine Stimme halt besser. Und ja. Oh mein Gott. Stirb. So, Revenge. Das war's für die Episode. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.